Familienpension Zöllner? Ja, bitte. Was ist denn nun, Frau Wichert? Hol ich nun das ganze Leergut ab oder nicht? Na klar. Ich bin ja auch froh, dass ich hier nicht mehr raus muss. Ihre Fuhre lag ja doch ziemlich weit weg von meiner üblichen Tour. Ja, da kann ich Sie ja glatt beglückwünschen. Ja, und trotzdem bin ich immer ganz gerne hier rausgekommen. Mit Ihnen konnte man immer anständig streiten. Ist es denn viel Zeug? Na ja, genau 14 Kästen. Die Säfte, Liköre und die Schnäpse, die behalte ich. Schönes Schild. Mhm. Ihr Mann soll ja einen warmen Regen abbekommen haben. Naja, aber dafür ist er 5 Tage in der Woche nicht da. Naja, dann ist der warme Regen wohl mehr wie eine kalte Dusche. Das haben Sie ja richtig hübsch gesagt, Kuttrick. Sie sind ja glatt sensibel. Ja, das versuche ich Ihnen doch schon lange beizubringen. Herr Wichert! Warten Sie mal, wer da ist. Dienstag. Sie wussten das. Nein, das ist Logik. Meine Frau hätte sich nicht anmelden lassen, die wäre gleich reingestürmt. Mein Jüngster geht in die Schule, mein Ältester traut sich nicht zu mir. Und außerdem Heinz, der hätte vorher angerufen. Und so wie Sie hier aufgetreten sind, das konnte nur Tetztag sein. Machen Sie uns bitte einen Kaffee. Ja. Bitte schön. Hallo. Endlich ein vertrautes Gesicht. Herzlich willkommen, Herr Tetztag. Tag, lieber Herr Wichert. Fräulein Glaubrecht brüht uns gerade ihren berühmten Kaffee. Oh, bitte, nein, Kaffee übersäuern. Tee? Pfefferminz. Fräulein Glaubrecht, bitte keinen Kaffee in Gottes Namen. 2-mal Pfefferminztee. Ach, sind Sie auch übersäuert? Nein. Sie sind zufrieden, Herr Wichert. Ja. Ich soll Sie herzlich grüßen. Von meiner Mutter. Ich habe Sie ja leider nie kennengelernt. Herzlichen Dank. Wie macht sich denn Heinz auf meinem alten Posten? Er hat sehr viel von Ihnen gelernt. Fast alles. Ja, sehen Sie mal, das Senatorprogramm ist immer noch ein ausgezeichneter Umsatzmacher. Ich wollte, meine Schulmöbel würden auch so marschieren. Ach, aber ein Klacks gegen Käthes Küche. Käthes Küche haben Sie Ihren Aufstieg zu verdanken. Bitte. Danke. Also nehmen wir mal an, er käme jetzt um die Ecke, stünde vor dir und würde dich so angucken mit seinem Plüschblick. Dann würdest du ihn auch wieder lieben, oder nicht? Ja, das habe ich mir auch schon vorgestellt. Aber ich glaube, ich blieb ganz ruhig. Total cool. Also ihr Frauen seid aber auch komisch in der Beziehung, wirklich. Also so ein Quatsch. Wenn wir Frauen mal einen Strich unter eine Sache gezogen haben, dann ist das ein ganz dicker Strich aus und vorbei. Ihr Männer seid ja ganz anders. Ja, dann? Hallo? Frau Rüdiger! Gibt's dir denn? Hm? Hallo? Keks gegessen? Lecker? Auf die Erde. Auf die Erde jetzt? Ja? Ich bin ja so froh, Hannelore. War wirklich eine gute Idee von dir, Rüdiger zu überreden, hierher zu kommen. Ach, weißt du, Mutter, wenn eine Schüssel erstmal einen Riss bekommen hat, dann geht sie auch bald kaputt. Oh, Hannelore, du bist doch sonst immer so optimistisch. Ach, ich habe auch viele Kratzer abbekommen. Aber es hat nie einen Riss gegeben. Ach, guck sie dir doch an, die beiden. Sie turteln wie die Tauben. Ich bin satt.
Guten Abend, Herr Wiechert. Guten Abend, Herr Dr. Helmer. Ich wollte mit Ihnen sprechen. Fräulein Glaubrecht hat mir Ihre Adresse gegeben. Ah ja? Mein Wagen wartet. Moment bitte, ich bring nur noch meine Unterlagen aufs Zimmer. Danke sehr. Entschuldigen Sie bitte. Ja, macht ja nichts. Um Ihre Tatkraft für die Möbelunion zu erhalten, muss ich auf einer Dienstwohnung in Gütersloh bestehen, Herr Wiechert. Ja, wieso? Ja, wo sollen wir miteinander reden? Jetzt sagen Sie nicht in Ihrem oder meinem Büro, oder privat. Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Unser Golfmeister aus Berlin hat mir gesagt, dass Sie ihm gesagt hätten, wir seien im Zentraleinkauf mäßig organisiert. Ich habe Herrn Tenstag nicht mäßig gesagt, sondern beschissen. Das hat er auch gesagt. Und dann hat er noch gesagt, dass Sie ein Mann sind, der keinem Krach aus dem Wege geht. Wenn ich recht habe, bin ich nicht unbedingt friedfertig. Na, fein. Wissen Sie, seit ich hier bin, freue ich mich jeden Morgen auf mein Büro. Punkt 9.15 liegt mir meine Vorzimmerdame, die Memoranden der verehrten Herren Kollegen, auf dem Tisch. So? Ja, mit Ausnahme des Personalvorstandes beschweren sich alle regelmäßig mindestens dreimal in der Woche über Sie und Ihre Geschäftsführung im Schulmöbelbereich. Ach. Na. Habt ihr gewusst? Habt ihr gewusst, dass Sie keine Ahnung davon haben? Sie sind ein begabter Traumtänzer. Ist das schlimm? Na, solange ich der gleichen Meinung bin wie der Personalvorstand, dann ist das sogar sehr gut. Prost. Prost. Ach, übrigens. Hey, sind Sie schon Opa? Anderthalbfacher. Es ist gerade wieder was unterwegs. Ich bin Dreifacher. Hier. Nehmen wir mal. Das ist unser Nisthäkchen. Ja, da war's. 9 Monate. Da konnte schon laufen. Ja, und das ist unsere Katharina mit 12 Monaten. Da konnte die schon Rollschuh fahren. Oh, Quatsch. Oh, was? Stör ich dich, wenn ich mal etwas Zeitung lese? Nein. Warum fährst du nicht mal wieder nach Drei Eichen? Deine Eltern würden sich sicher freuen. Stör ich dich in deiner Bewegungsfreiheit? Ist doch Stuss. Dir wird's gut tun, der Kleinen wird's gut tun. Und wir beide würden etwas Abstand gewinnen von der Scheiße, die ich in den letzten Monaten gebaut habe. Mutter kommt morgen. Was? Ja, warum nicht? Als Verstärkung für meine Mutter, um mich richtig schön in die Mangel zu nehmen. Ach, die ahnt doch nichts von unseren Schwierigkeiten. Sie will uns lediglich eine Freude machen. Warum ist dabei belassen, ne? Und sie weiß wirklich nichts. Nein, sie weiß wirklich nichts. Der Bär schnappte das böse Krokodil und warf es ganz hoch in die Luft, bis zu den Sternen. Also weit bis hinter den Mond. Und damit ist auch diese Geschichte aus. Na gut,
Also dann noch die Geschichte von dem kleinen Schäfchen, das absolut nicht schlafen wollte. Ja? Ein Glück, dass meine Frau zu Kur ist. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr besoffen nach Hause gekommen. Oh Gott, ich muss ja noch meine Frau anrufen. Anrufen? Ja, lieber Freund. Dazu ist jetzt viel zu spät. Also für meine Schnuppe ist es nie zu spät. So, wetten? Fassen Sie doch mal mit an. Ja. Ganz schön frisch geworden, ne? Das kann man wohl sagen. Der Kerl pennt. Entschuldigung. Macht ja nichts. Übrigens, ich brauche keinen Fahrer. Und damit hatte Wadu, der Terrier, alle 999 Schäfchen gerettet. Richard? Ja, Schatz. Ja, natürlich liebe ich dich. Was? Was? Sag mal, du klingst so komisch. Wer? Mit wem? Was, der mit mir? Na, was sagt meine Frau? Konnte Katharinchen nur mit 12 Monaten Rollstuhl laufen, stimmt's? Aber ihre Frau lügt auch. Ah, Schnuppe. Ja. Rüdiger und Uschi? Ach komm, Schnuppe, du siehst, dass du schwarz. Hä? Ja, ja, ja. Gute Nacht. Sie können heute bei mir schlafen. Was? Ja, im Gästezimmer. Ja, total solo. Sogar mein jüngster Sohn hat eine eigene Wohnung. Mit 18. Fahren Sie los. Vielen Dank. 96, 497, 498, 499, 500. 500 Schritte und ich fühle mich kein bisschen erschöpft. Bravo, Herr Pino. Jetzt will ich auch bald nach Hause. Ja? Naja, ich werde ja erst Mittwoch entlassen. Gut, dann will ich auch Mittwoch nach Hause. Wirklich? Naja, ohne Sie ist es doch hier langweilig. Ich war nie eine gute Gesellschafterin. Aber trotzdem vielen Dank. Ja, Frau Käthe ist eine gute Gesellschafterin, aber manchmal sehr anstrengend. Naja, Sie müssen es ja beurteilen können. Sie leben ja sozusagen mit ihr unter einem Dach. Meine Hannelore wird am besten mit ihr fertig, wenn sie gekränkt ist. So? Ja, na und dann Andi. Bei Andi scheint die Sonne in ihrem Herzen. Fein. Ich greife da zu brutaleren Mitteln. Ich rauche Stumpen in ihrem Salon. Ach, damit ist jetzt auch Schluss. Bitte schön, Herr Pino. Oder so. Wenn ich Sie in die Galerie begleiten darf, gnädige Frau. Sehr liebenswürdig, aber ich habe nicht die Absicht, hier... Verzeihen Sie mir, dass ich Sie angesprochen habe. Görtler. Ja, Dr. Görtler, im Allgemeinen interessiere ich mich für diese Art Kunst kaum. Eigentlich überhaupt nicht. Ich möchte fast sagen, ich lehne sie ab. Allerdings muss ich gestehen, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich kenne Sie, gnädige Frau. Bitte? Sind Sie nicht Käthes Küche? Ja, in gewisser Weise schon. Dann lassen Sie uns doch gemeinsam einen Blick
ins 21. Jahrhundert tun. Ja, du... Keine Angst, Sie müssen nichts kaufen. Danke. Sehr interessant, Herr Maschinen. Ja, wie redet man einen doppelten Doktor korrekt an? In meinem Falle überhaupt nicht. Ich heiße einfach Gürtler. Ich bin uneitel. Und was haben Sie außer Architektur und das Entwerfen von diesen Kunstgegenständen noch studiert? Weder noch. Ich habe erst in Philosophie promoviert und dann in Jura. Aha. Mein Mann war auch Jurist. Ach, interessant. Jetzt werden Sie mich wahrscheinlich fragen, wie ich zum Design gekommen bin. Das ist ganz einfach. Ich habe die meisten meiner Berufsjahre in einer großen Firma als Syndikus verbracht. Dementsprechend in Antiquitäten. Meine geschiedene Frau wollte das so. Ich liebe mehr Biedermeier. Ja, das ist vertretbar, wenigstens. Klare Linien, einfache Formen. Sehen Sie sich ruhig um. Wie gefällt es Ihnen? Ein Ascher, 21. Jahrhundert. Natürlich. Ach, und dann habe ich mir noch eine Brille gekauft. Nun? Interessant. Danke. Durch Sie werde ich noch zum Teetrinker, Gerda. Ja, ein kleines Bierchen ist dann und wann auch mal erlaubt. Oh ja. Wir sollten das gemeinsam bedenken und möglichst rasch zu einem gemeinsamen Entschluss kommen. Entschuldigen Sie bitte, das scheint dringend zu sein. Schnuppe, was, das ist ja wunderbar. Am Mittwoch? Ja, natürlich kann ich den mit abholen. Natürlich geht das. Wir müssen uns doch sowieso mal wieder um Tenstags Mahagoni kümmern. Entschuldige, Schnuppe, also das geht klar. Tschüss dann. Außerdem wird mein Schwiegervater aus dem Krankenhaus entlassen. Der hat einen schweren Herzinfarkt und hat sich bestens erholt. Also jetzt mal wieder zu unserem Thema. Die Kreditrahmenüberschreitung von Herrn Tenstag hat die Gewinnmarge unseres Konzerns bisher bereits um 1,4% gedrückt. Nee. 0,8, das steht hier drin. Sie vergessen die Geldbeschaffungskosten. Oh ja, die habe ich schon mal vergessen. Wie wird denn Ende des Quartals der Überschuss des Schulmöbelprogramms aussehen? Plus. Plus? Seit 25 Jahren habe ich in dieser Küche gestanden. Monsieur Pierre würde in diese Küche noch nicht mal einen Fuß setzen. Ich habe eine Kneipe, kein Luxusrestaurant. Das ist Gulaschsuppe. Mit Karotten? Ja. In eine Gulaschsuppe gehören Karotten. Na, riecht ja ganz gut. Danke. Conny, seien Sie mir nicht böse, aber ich muss das hier rein professionell sehen, ja? Ja, das verstehe ich ja. Und was wirst du deiner Mutter raten? Wenn meine Mutter eine Entscheidung getroffen hat, dann kann man ihr zu gar nichts mehr raten. Dann kann man nur noch das Schlimmste verhindern. Aber den Laden kriegen wir hin. Ja, dann toi, 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 ja. Ein Bier? Aber nur ein kleines. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie hier nicht mehr stehen? Mich setzen. So viel wie möglich. Ich setze mich nämlich zur Ruhe. Und sonst nichts? Ich habe genug gearbeitet in meinem Leben. Ja, eben. Und dann auf einmal überhaupt nichts mehr? Ich will deiner Mutter ab und zu mal helfen. Aber nicht in der Küche, hm? Du frech, sagst du. Gesangsverein Lahme Lunge. Oh? Ja, ich meine natürlich die Harmonie. Sie sucht einen neuen Dirigenten. Die haben doch den Oberstudienrat Meier Schöneck. Er dirigiert nicht mehr lange. Er lässt sich nach Bayern versetzen. Ja, gut, das ist aber schade. Das ist gut. Meine Mutter hat gesagt, wenn hier nur irgendjemand irgendetwas von Musik versteht, dann sind Sie das, Conny. Stellen Sie sich doch mal vor. Sie als Dirigentin, hm? Du kleines Biest, du. Schade, dass du nicht am Theater bist. Du wärst ein wunderbarer Intrigant. Prost. Da ist es.
gutbürgerliche Gaststätte sucht erfahrenen Schankkellner. Ach, nee, Meise. Ich kann sie hier nicht freisetzen. Die Post, der Garten, Mutter. Irgendjemand muss doch ein Auge auf alles haben, hm? Sieht doch gut aus. Wer hätte je gedacht, dass ich dieses Haus auf meinen eigenen Füßen verlasse? Ich? Insgeheim hatte ich ja auch mit Käthe gerechnet. Doktor! Immer zu Ihren Diensten, Frau Wichert. Ach, lieber Doktor, können Sie sich vorstellen, dass dieser Beleuchtungskörper zu einer Biedermeier-Kommode korrespondiert? Das ist ein wundervoller, ein kühner Gedanke. Naja, ich weiß nicht. Das ist ein Unikat, Walter. Mhm. Auch dieser Asche hier. Ich rauche nicht mehr. Na, Gott sei Dank. Asche würde den Gesamteindruck auch nur stören. Mhm. Ich style meinen ganzen Salon um in ein Studio. Natürlich peu à peu. Ich gehe schon. Ja, einmal genügt auch. Wir sind doch hier nicht im... Guten Tag. Entschuldigung, Walter, dass ich so unangemeldet vorbeikomme. Hätten Sie sich angemeldet, dann hätte mein krankes Herz die ganze Zeit über ganz doll gebubbert, Frau Gerda. Wirklich? Bitte schön. Danke. Sind Sie allein? Hannelore und Eberhard sind geschäftlich unterwegs. Bitte. Nein, bitte hier lang, Frau Gerda. Danke, Walter. Bitte. So ein Ass. Natürlich habe ich mal zu Hause gesagt, warum muss es unbedingt ein Dirigent sein? Wir könnten doch auch unter einer Dirigentin singen. Ja, aber mich hast du nicht gedacht. Natürlich habe ich das. Mhm. Aber sowas will doch eingefädelt sein. Die Tenöre, du, die kriege ich rum, aber die Baritons, das sind sehr konservative Brüder. Naja, die knüpfe ich mir heute Abend mal vor. Ich freue mich so auf heute Abend. Du bist wieder da. Gerd ist aus dem Krankenhaus raus. Mhm. Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass wir alle zusammen sind. Naja, nur zwischen 38 und 40.000 Mark wird der Umbau ungefähr kosten. Was? Aber entschuldige mal, das soll alles genauso aussehen wie vorher. Wir wollen doch hier nicht umbauen. Nur ein bisschen auffrischen. Das Auffrischen ist überhaupt das Teuerste. Die Frau von unserem Vorstand geht dreimal im Jahr zum Auffrischen und das kostet. Und wie sieht die jetzt aus? Vertrocknet. Nur im Ernst, das ist ein bisschen teuer, ne? Tja, da muss ich wohl mal wieder zur Bank gehen und den Kneißel über den Tisch ziehen, hm? Nee, das mache ich doch. Schnuppe, der Kneißel weiß doch auch, was ich jetzt verdiene. Umso besser. Trotzdem, er soll mir das Geld geben, nicht du. Na, das ist ja eine Überraschung. Herr Tenstark ist in seinem Büro. Wo hast du denn die ganzen Verrenkungen gelernt? Beim Eiskunstlauf? Verzeihung. Kommst du heute Abend pünktlich in die Harmonie? Ja, kommst du denn, kommen Sie denn auch? Darf ich das denn? Es wird uns eine große Ehre sein, Herr. Uns geht's gut. Also Oliver und deiner Frau geht's gut. Ich will aber wissen, wie es dir geht. Na ja, mal mehr, mal weniger. Mir fehlt ein bisschen die körperliche Arbeit. Ich werde immer dicker. Aber Oliver ist dünn. Du alte Pfeife. Ich will doch wissen, wie es dir hier im Betrieb geht. Keine Angst, ich will nicht spionieren. Wie es euch wirtschaftlich geht, das weiß ich nämlich sehr gut. Sie fehlen uns, Herr Wichert, menschlich gesehen.
Mit Herrn Tenstag komme ich ganz gut klar. Naja, für den hat sich nichts geändert, habe ich gehört. Er wollte mich schon bestechen. Was? Er wollte mich in den Golfclub ziehen. Oh, 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 oh. Du, eine Frau übernimmt jetzt die Harmonie. Naja, sie hat sich das in den Kopf gesetzt. Ich glaube, die hatte einen Hintergedanken dabei. Dann bist du für Andreas. Was? Mir hat er heute Mittag noch gesagt, er wolle nach dem Abi jetzt doch studieren. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe und sehr verehrte Harmonie, dies ist nun gewissermaßen meine Runde. Wir blicken auf das Wohl unserer Sangesschwester Gerda, die uns nach langen Wochen schweren Krankenlagers wieder stimmlich verstärken kann. Ja, und außerdem war das unsere letzte gemeinsame Übungsstunde. Der Möbelwagen ist gepackt. Morgen ziehe ich nach Bayern. Oh. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt zunächst ein paar Blümchen, verbunden mit einem ganz herzlichen Dankeschön. Nicht? Ich als Vorstand möchte nicht viele Worte machen, doch einen Moment doch mal. Einige wenige dir zum Geleit. Als wir 1957 hier anfingen in diesem Raum, damals noch alles ein bisschen primitiv, ja, nicht? Das war improvisiert. Der Schnaps kam 35 Pfennig. Stör ich? Überhaupt nicht. This is my turn. Oh. Albi, du hast doch deine Rede aufgeschrieben. Dann lassen wir sie in unserer nächsten Festschrift drucken. Ja, ja. Und dann können wir sie doch alle gemeinsam lesen. Im Zweifelsfall kann man sie auch auswendig lernen. Ja. Ach, Gerda, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir wieder alle zusammen sind. Hattet ihr mich alle schon abgeschrieben? Na, ach, was denkst du? Hannelore, dein Vater braucht noch sehr viel Pflege. Auch wenn er so tut, als ob er schon auf dem Damm wäre. Ich weiß. Aber für eine Kur ist es noch zu früh. So, das ist das Repertoire der Harmonie, unsere Übungsstunden. Dir zum Andenken und zum Antrieb. Mögest du auch den Bayern das Jodeln beibringen? Weil Hannelore, war das nicht zu viel für dich? Ich meine, das Haus, die Kneipe, die Kinder, dein Vater. Und dann diese andere Arkete. Ach, die taucht momentan tief in die Avantgarde ein. Was? Ja. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber es muss ein bemerkenswerter Mann sein. Ein anderer Mann? Aha. Ja, wollen wir mitsingen? Ja. Leb wohl, du kleiner Gardeoffizier, leb wohl, leb wohl. Gute Nacht, Cassandra. Bitte. Schlaf gut. Hör mal, Cassandra war eine olle Schwarzseherin. Naja, oder hell, ist doch egal. Wär dir denn Katharina von Medici lieber? Die war eine Giftmischerin. Die war eine geheimnisvolle Frau. Die Leute wussten manchmal nicht, was hinter ihrem Kopf vor sich geht. Und das war schlecht. Schatz, es gibt da bei mir so einen gewissen Punkt, da habe ich überhaupt keinen Humor mehr. Also? Der Opa muss mal mit der Oma reden. Nachher. Jetzt. Weißt du, Schatz, diese Idee mit der Harmonie war natürlich so eine Art Rückversicherung, falls es sich Anni doch noch mal anders überlegt. Danke. In der Klitsche? Klitsche? Was heißt denn hier Klitsche? Also Eberhard. Klein, aber fein. In der Gegend. Wieso? Passt dir unsere Gegend jetzt auch nicht mehr? Doch, Schnuppe. Aber mit Rüdiger und Uschi.
Da warst du zu pessimistisch. Na ja. Und in Gütersloh? Alles in Ordnung? Alles bestens. Schnuppe, wir sind doch nie im Leben gehätselt worden. Alles haben wir immer alleine machen müssen. Warum auch nicht? Der Vorstandsvorsitzende behandelt mich so, wie ich meinen Heinz mal behandelt habe. Er schätzt dich. Der hält mich für das größte Ass in der Branche. Das bist du doch auch. Der würde mir sogar seine Tochter zu Füßen legen, wenn er nicht schon verheiratet wäre. Hast du sie schon mal gesehen? Aber Schnuppe. Du fehlst mir. Und, Was? Er ist nicht allein. Wenigstens ist unser Kleiner treu. Das ist seinem Alter aber ungewöhnlich, oder? Na, willst du nicht mit uns frühstücken? Oh, wie lange seid ihr denn schon hier unten? Och. Biertrinker. Superb. Bitte stellen Sie nicht wieder auf Eis. Er braucht noch 1 bis 2 Grad. Herr Wichert, Sie haben mir sehr geholfen. Ich danke Ihnen dafür. Ich habe bei Mahagoni einfach nicht das richtige Händchen. Und wie ist Ihr Händchen beim Golf? Na, ja. Übrigens, meine Mutter würde es sehr begrüßen, wenn Sie und Ihre Gattin zum Abendessen kämen. Wirklich, sie würde es sehr begrüßen. Ja, darf ich Sie endlich mal kennenlernen? Aber herzlich gerne. Bleiben Sie ein paar Tage in Berlin? Nee, Montag haben wir Etatsitzung. Freitag um 20 Uhr? Nein, Freitag muss ich den Fußboden rausreißen. Ja, hinter der Theke, versprochen ist versprochen. Ich muss an den nächsten 3 Wochenenden körperlich ran, aber dann ginge es. Diese Gaststätte. Ja, wir setzen im Monat 30 Hektoliter um, manchmal sogar 35. Naja, wie schön. Finden Sie auch, ne? Ja. Danke. Herzlichen Dank. Bon appétit, Monsieur le Directeur. Danke. Bitte fahren Sie nicht so schnell. Wunderbar. Nur für mich oben ist er zu groß und den Kindern unten möchte ich ihn vor dem Fernseher nicht zumuten. Also vor meinem Fernseher hätte er Platz. Dann würden Sie mich vielleicht auch ab und zu besuchen. So sieht er ganz normal aus. Ja. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit des Leasing. Wir machen keine Ratengeschäfte. Mich interessiert nicht Leasing, mich interessiert die Lieferzeit. 6 Wochen. Thank you.
Sie? Sie? Sie sind der einzige Bewerber. Oh. Kuttlik. Bichert? Was? Um Gottes Willen. Übrigens, Kneißl hat vorzügliche Immobilienangebote hier in Berlin. Zwar noch unter Marktwert, aber erstklassige Wohnlage. Sehr repräsentativ. Auch meine Frau Mutter will sich dort engagieren. Ja und? Ich meinte nur. Wen, mich? Das ist die Wohngegend in Berlin. Man wohnt dort jetzt. Da muss es da ja ganz schön voll sein. Ja, das war nur ein Tipp. Und sei es als günstiges Investment. Herr Wichert, Sie werden am Telefon gewünscht. Entschuldigung, bitte. Waren die Herren zufrieden? Die Soße war ein bisschen bitter. Maître. Verräter! Desraudanten, Saboteure, Lumpenpack, ihr fliegt alle raus! Entschuldigung, Direktor Birk. Schatz, wir müssen uns jetzt mehr um Uschi und Rüdiger kümmern. Und ich setze in Gütersloh. Wann ist denn die Beerdigung? Übermorgen. Ich möchte dich nicht verlieren. Mir bitte keine Vorwürfe. Wissen Sie, was das Beste wäre, Chef? Sag bloß die Metallrost. Der Ding läuft doch rum wie auf Eiern. Wir haben doch noch reichlich Mahagoni. Sprich weiter, mein Junge. Vor allen Dingen Ausschussware mit Stockflecken und so. Na klar, ganze Schiffe werden aus Mahagoni gebaut. Habe ich nicht eine schlaue Frau? Aber natürlich, aber vor allen Dingen haben Sie Mahagoni. Und wenn wir das hier nicht verarbeiten, dann kommt es an die Häckselmaschine. Und dann haben wir noch Mahagoni-Regale, zweite Wahl. Die werden mit 40% weniger abgestoßen. Sag mal, wieso produziert ihr so viel Ausschuss? Ach, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Er meint es doch nicht so. Er meint es immer ernst. Wenn du so weitersprichst, dann kommt hinterher raus, dass wir die ganze Kneipe hier in Margoni tefeln können. So viel Ausschuss habt ihr produziert. Möglich. Dann sieht das hier aus wie in diesem Shop. Mit Messinggeländern und Messinggriffen. Ist doch schon völlig out. Im Grunde genommen bräuchten wir bloß frische Gardinen und ein bisschen Farbe. Also ich finde eigentlich ein paar nicht hässlich. Monsieur Pierre sagt immer, man soll zuerst in der Küche investieren. Hier ist das Essen zu perb, da merkt der Gast doch nicht, dass Stuhl und Tisch wackeln. Abend. Vielleicht haben die Herrschaften Hunger.
Ich habe mit Brötchen mitgebracht. Ach, Herr Meisel, Sie sind ein Schatz. Herr Meisel, Sie sind ein Schatz. Liebe Frau Käthe, sollte man für das Neue offen sein. Der Komponist ist ein Schulkamerad von mir. Ach, macht er diese ganzen Töne mit dem Mund? Nein. Es ist das Kammerorchester Musicum Novum aus Donaueschingen. Wie ergreifend. Ich glaube, ich kann dich heute aus dem Büro nicht anrufen. Wir haben Etatsitzung. Moment mal. Liebst du mich denn noch? Ja, Schatz, ich lieb dich auch. Du warst diesmal so schön lange da. Du, ich freue mich schon auf unseren Urlaub. Wahnsinnig. Hm? Was? Mutter? Ach, da mische ich mich schon lange nicht mehr ein. Nein, bei Vater auch nicht. Ich schwör's dir. Ja, Post, ach, nur das Übliche. Haufen Werbebriefe, Investmentgesellschaften, Anlageberater und so. Kann ich's wegschmeißen oder willst du es nochmal durchsehen? Okay. So. Moment mal. Tschüss. Tschüss. Gabi. Immer noch Gabi. Nimm dir ein Beispiel dran. Mhm. Ja, Schatz. Ich auch. Tschüss. Ja, tschüss, der Schnuppe. Tschüss. Auf Wiedersehen, Frau Zöllner. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Kommt, die Passrette gehe ich doch zu Fuß. Das ist meine Pflicht, Herr Wichert. Ja, natürlich. Sagen Sie mal, können Sie auch LKW fahren? Selbstverständlich. Tja, ich nicht. Eberhard. Vielleicht geht es uns dann nachher allen ein bisschen besser, hä? Yes. Wann kommt ihr? Was können wir bloß tun, Schatz? Viel Schnuppe, aber es wird zu wenig sein. Hm.